Hallo, willkommen zur März-Folge. Der Witz war. Fuck. Für den März haben wir Österreicher leider keinen Alternativnamen, der euch stören könnte. In Österreich gibt es nur 2 Monate. Da sind die Römer nicht hingekommen. Jänner und Februar. Wie ist nochmal die Sprache, die man in Neuseeland spricht? Englisch? Die, also jetzt nicht Englisch. Maori? Genau, Maori. Hast du, ja, okay. Neuseeländerisch. Boah, man könnte ihn ja John Tangata Helper nennen. Tangata? Das ist das Wort. Das wäre ein Schritt zu weit da. Oh, weil Makia ist schon ein altenglisches oder mittelenglisches Wort für Mann, Mensch. Oh ja, wir suchen übrigens einen Charakternamen für Gideons Romane. Ist Wicht. John Wicht. Ja, aber also die moderne englische Form desselben Wortes wäre White. So wie Gespenst. Hm. Aber früher haben sie das Wicht ausgesprochen. Der Witz ist, es ist ein Charakter, den ich weiß noch nicht, wo der drin vorkommt, aber er ist Sozialarbeiter und er heißt John Makea Helper. Oder beziehungsweise nur John Helper. Und ich habe das Running ist, was machen. Ja, das war halt ein Witz, den ich dachte, das wäre voll lustig, wenn ich ihn so nennen würde. Aber seitdem, wenn ich den Charakter irgendwie, wenn er einen anderen Namen hat, ist es nicht mehr derselbe Charakter? Oh ja, übrigens, die Podcast-Folge sieht anders aus. Ja, ich habe ein bisschen ASMR für euch, Jungs. Oh damn. Oh, das ist Deutschland ASMR. Das ist ein Lille Winterbock. Höchste Produktionsqualität. Ja. Reinheitsgebot. Ah, sehe ich auch gern Bier, weil das ist Archaic White. Ein Wicht? Archaic White, ja. Also Archaic Form von Mensch bei Google Translate. Oh, ja. Welches das Einzige ist, was ich bis jetzt noch benutze für sowas. Ja, wenn ich alte Worte aufschlagen will, verwende ich entweder das Oxford English Dictionary, das so geil ist, weil die verfolgen Wortformen von vor 1500 Jahren bis ins Moderne. Oder wie hieß die Universität? Es gibt eine Universität in Amerika, die hat... Ach, die? Die hat... Die University of Michigan hat ein mittelenglisches Dictionary. Oder Kompendium, wie sie es nennen. Wieso habe ich Siemen gegoogelt auf deren Seite? Das ist eine gute Frage. Als ich das in die Adressleiste eingegeben habe, so der Autocomplete-Vorschlag, hat mich auf jene Seite gebracht. Boah, das ist klein. Nice. Mies Westen. Spermie. Spermatik. Hell yeah. Ejakuliere mal deine Spermatik, Junge. Virus, what the fuck? Damn, es kommt voll Kreis. Corona war eine Ejakulation wer ist der Verschwörungstheorie Nexus da? Bill Gates. Ja, es ist... Das ist einfach die Spritze, das sind einfach fucking Bill Gates Sperma. Ist hier Bill Gates und dieses chinesische Labor. Genau. Oh, warte, jetzt begreife ich, warum Virus, weil das Latein für Mann ist. Das ist deine Virus ist Latein für Mann? Nein, Vire. Ohne Us ist Latein für Mann, aber so Virus ist dann das Männliche. Boah, ich bin sicher, irgendeine richtig deranged akademische Feministin kann da irgendeine Analyse zu machen. Die Männlichkeit ist ein Virus, der die frauliche Rasse befallen hat.
Das wussten die Römer auch schon. Deswegen die waren uns alle einen Schritt voraus. Nein, die Römer waren die, erfunden. Ja, die Römer waren die, die das ausgelöst haben. Und haben ihre Spuren nicht gut verwischt. Ach nee, dann ist aber gut. Wir müssen zurück zu dem finden, was das die Römer hinterlassen haben. Oh, es wäre so lustig, wenn du so eine Feministin dazu bringen könntest, mit ihrer Rhetorik an einen Punkt zu kommen, wo sie sagt, we need to return to Roman times. Wieso ist das Wort Wiener Kreis im Oxford English Dictionary? Was zum Fick ist ein Wiener Kreis? Ein Rechteck oder so? Das ist ein. Das war so eine Akademikergruppe. Ah, fuck, wer war im Wiener Kreis? Ja, dem müsste ich eigentlich. Peinlich. Das müsste ich jetzt wissen. So, das ist so Wiener Würste, die so ein. Ich müsste es eigentlich Kreis. Auch wissen, weil ich hatte das in Philosophie, aber. Ich weiß das, aber ich sage es nicht. Lenin? Achso, nein, behandelt wurden Autoren wie Lenin. Nice. Okay. Der erste Wiener Kreis war Hans Hahn, Philipp Frank und Otto Neurath. Stabile Typen auf jeden Fall. Es sei denn, das waren Nazis, dann waren es keine stabile Typen. Stabile Nazis. Okay, ich gehe mal die Namen hier durch und schaue, ob ich irgendjemanden davon kenne. Und unterhaltet die Zuhörer. Philipp, erzähl schwank sofort. Nee. Tu es. Ich will jetzt nicht. Tu es. Nein. Tu es. Nein. Ich habe kulinarische Experimente, neuen Grund gebrochen, kulinarisch heute. Ja, so kann beziehungsweise man das sagen. Die letzten 3 Tage. Ich habe nämlich online ein Rezept gefunden von einem wohl extrem guten Restaurant. Also Köche, die ich respektiere, schwärmen davon. Für eine Genovese Soße, die du halt 72 Stunden lang köchelst. Im Endeffekt ist Genovese so ein Teil Beef, 2 Teil Zwiebeln. Und halt noch irgendwie Sellerie und Karotten und so. Und die Idee ist halt, dass die nach 72 Stunden wirklich komplett verflüssigt ist. In jedweder Hinsicht. Niemand wird mich dazu bringen, irgendwas 3 Tage lang zu kochen. Ich habe es getan. Kurze Frage, kurz dazwischen. Hat Genovese-Soße mit Kitty Genovese zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Sie kommt auf jeden Fall aus Neapel. Der war für dich, Philipp. Der war für dich. Und unsere Psychologie-Brudis. Aber mal ganz ehrlich, das ging aber schneller als 3 Tage lang. Ich darf da jetzt Witze drüber machen, das ist 50 Jahre her. Warte, war das, was nicht passiert ist? Was? Ja, es war das, was nicht passiert ist. Zumindest nicht in der Form, wie es... Stabil, ja, nice, cool. Ich poste mal ein paar coole Bilder. Karl Popper war im Wiener Kreis. Ja, geiler Typ. Ich wusste nicht, dass der im Wiener Kreis so fing das an. Ludwig Wittgenstein. Nice, okay. So sah das dann irgendwann zwischenzeitlich aus. Und Michael kommt natürlich nicht mit. So war das dann am Ende. Und so sieht natürlich das wunderbare Gericht aus, das ich dann daraus gemacht habe. Okay, Anfang, zwischendurch, Ende. Ja, da sind straight up 5 Flaschen Rotwein Weißwein reingeflossen. Das ist natürlich dann das fertige Gericht. Ich habe die teuerste Pasta genommen, die ich gekriegt habe und so, ne? Und ich muss sagen, es war absolut grauenhaft. Es war richtig ekelhaft. Es war, als würde ich ein Schüreisen deepthroaten. Ja, so sieht's auch aus irgendwie. Also es ist ganz schlimm. Also, es ist definitiv nicht das geworden, was die ganzen Köche, die ich respektiere, gegessen haben. Ich bin mir nicht sicher, was schiefgelaufen ist, weil ich mich durchaus an das Rezept gehalten habe. Aber es ist halt einfach verbrannt wie Scheiße. Es kann sein, dass mein Ofen einfach potenter ist. So Stoves und so sind ja, die haben ja immer so ihre Unterschiede in der Art und Weise, wie sie agieren. Das Problem ist, das kriegst du halt erst 72 Stunden später mit. Straight up dieses gesamte Haus, und es ist ein großes Haus, hat ein bisschen nach dem Kochtopf in meiner Wohnung gerochen.
Ich bin sehr froh, dass niemand mehr auf die Schliche gekommen ist. Merkt man, dass ich irgendwie nach so 24 Stunden, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen heiß ist, oder? Nee, es roch tatsächlich auch, es roch super. Meine Freundin war auch gestern hier, die hat extrem, eine extrem feine Nase, die meint auch, boah, das riecht super geil. Und ich, gestern schon rausnehmen müssen. heute Morgen, als sie los ist. Deine Freundin hat eine feine Nase? Ja, meine Freundin kann extrem gut riechen. Und sie ist mit dir zusammen. Hahaha, lustiger Witz, Michael. Danke. Der Humorkönig hier. Das bin ich. Fixer. Oh mein. Sorry. Ja, es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, das ist ein Experiment. Ich habe, es waren bestimmt 40 Euro, die in diesem Kochtopf drin waren, weil halt Beef mega teuer ist und ich fünf fucking Flaschen Rotwein da reingekippt habe. Weißwein, nicht Rotwein. Und fucking halt die Energiekosten davon. Wollte ich gerade sagen, das wäre allein deswegen wäre es mir nicht wert. Damit kannst du, keine Ahnung, ein komplettes afrikanisches Dorf wahrscheinlich ein paar Jahre lang versorgen. Das ist 100% korrekt. Sorry, dass ich so aufschrie, aber ich habe gerade gesehen, Gideon, dass unsere liebe gemeinsame Freundin, die gerade Mass Effect spielt, durch den Ladebildschirm gespoilert wurde, dass ein Geth ihr Teammitglied werden wird. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Wie dumm ist das eigentlich? Wieso machen sie das? Wieso hauen sie dir in den Ladebildschirm einen Spoiler? Das ist unglaublich dumm. Ich dachte ja schon, es ist scheiße, dass sie dadurch hervorsehen konnte, dass Garrus zurückkommt. Ja. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass Legion auch hier drauf ist. Ja. Wobei man sagen muss, es ist ein Wunder, dass sie das jetzt erst nach, was, 2 Wochen, 3 Wochen Spielzeit gesehen hat. Ich verstehe oft, dass Leute halt einfach nie irgendwelche Trailer oder sowas gucken. Ja. Mal sehen, ob sie den auch irgendwie gespoilert wird bezüglich des coolen Teammates, den sie in Mass Effect 3 kriegt. Sie hörte den Podcast nicht, also können wir darüber reden, dass es einen gibt, aber nicht spezifizieren, wer es ist, sollte sie doch den Podcast hören. Ich weiß nicht, welchen du... Oh fuck, oh mein Gott. Den. Oh shit. Okay, aber man könnte zumindest rein oberflächlich nicht erkennen, welcher es ist. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, und das ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Ja. Das ist cool. Ich bin der Vertreter der Nicht-Mass Effect-Spieler in diesem Podcast. Das ist sehr unrelatable und cringe von dir. Der große Mass Effect-Podcast, Alter. Das ist mega relatable. Der Präsidium-Podcast. Ja. Oh, das hätte man machen können in 2012. Der Präsidium-Podcast. Und dann einfach nur wie so dumme Nerds über fucking Mass Effect reden. Hell und irgendwelche beschissenen, weißt du, nie über Politik nachdenken oder so. Mm. Es ist, weißt du, das ist, die Welt geht wieder bergauf nach der Finanzkrise. Mm. Es kommen noch gute Videospiele raus. Die Zeit, in der alles nur Mikrotransaktionen ist, hat noch nicht angefangen. Oh mein Gott, Junge, das wäre geil. Wobei man mal ja erwähnen muss, eben jener für die Story essentieller coole Teammate, den wir erwähnt haben, war DLC. Das stimmt. Das, also straight up, das war der Anfang vom Ende. Aber das war einfach. Wir hätten damals, das wäre unser größtes Problem gewesen. Oh mein Gott. Ach, unschuldige Jahre. Ah, es ist halt straight up, das ist ein Charakter, den du halt, um wirklich in das Spiel zu verstehen, musst du den Charakter in deinem Team haben. Und er ist halt so ein Pre-Purchase Day One DLC. Ja. Das ist, wenn du das Game nicht pre-purchase, das musstest du dann irgendwie extra kaufen. Day One DLC war schon auch ziemlich AIDS, Alter. Das ist auch immer noch ziemlich AIDS. Es soll jetzt Elden Ring DLC geben. Ich muss das Spiel immer noch spielen. Als Mass Effect 3 rauskam, war das auch noch ein Skandal. Ja, das war damals, war das heutzutage, wenn du das nicht machst, wirst du seltsam angeguckt. Leute bemerken, dass bei Wizard Game, bei transphobischem Wizard Game, kein DLC geplant ist und so, what the fuck? Wirklich?
It is redeemed. City Skylines 2 kommt raus? Ja, hab ich gesehen. Ja. City Skylines ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich muss sofort aufhören, den Podcast aufzunehmen. Heute ist die Folge der großen Zweien. City Skylines 2, Elden Ring DLC und Counter-Strike soll ein zweites Counter-Strike bekommen, obwohl das jetzt schon das dritte ist eigentlich, oder das vierte? Ja. Ja. Es kommt dieses Jahr raus? Nicht Counter-Strike, das weiß ich nicht. Das war die März-Ausgabe des Großdeutschen Podcasts. Ey, sorry, ich bin gerade extrem erregiert. Bist du das nicht immer während dem Podcast? Nein, weil du manchmal redest. That's true. Ich musste dich auch wieder zurückkriegen hier, ne? Boah. Was ist das? Bei dir kommt gleich der Virus raus. Ja. Meint ihr, dass wenn Männer Kinder kriegen, das immer nur männliche Kinder sind und daher kommen Jungs her und bei Frauen sind es Mädchen? Was? Genuinely was? Was haben wir denn so an Themen heute? Was ist denn so passiert, seitdem wir letztes Mal aufgenommen haben? Also das wichtigste Thema mit dem Sperma haben wir ja schon addressed. Philipp, was haben wir so an Themen? Worüber willst du dich heute aufregen? Wie willst du deine Stimmung heute so richtig ruinieren? Ich möchte mich heute eigentlich gar nicht aufregen. Ich habe wieder ganz viel gearbeitet, weil unser lustiges Projekt auf der Arbeit geht langsam hoffentlich morgen live. Das ist sehr schön. Ich bin sehr froh, wenn das vorbei ist. Und dann darf ich mich direkt wieder um Uni-Sachen kümmern, weil die existiert ja auch noch. Tut sie das? Ja, genau. Aber es sind ja nur noch 3 Kurse und eine Bachelorarbeit. Das ist kein Problem. Hast du das jetzt mal nachgeguckt, dass sie noch existiert? Hätte ich mitbekommen. Ich könnte nicht sagen, ob meine Uni, also nicht mit Sicherheit, ob meine Uni noch existiert. Nicht mit absoluter Sicherheit. Nein. Man hat ja WhatsApp-Gruppen. Boah, ich kann eine fucking Uni-Story erzählen. Mir fällt auf, dass das schon so lange her ist mit dem Podcast. Das ist halt, dass das eine Situation ist, die hat sich ergeben und wurde auch schon wieder aufgelöst. Richtig. Was? Fucking deutsche Universitäten understaffed, ne? Ich bin ja der Vorstandsvorsitzende von einer Hochschulgruppe, die so Pen-and-Paper-Scheiß macht, ne? Mein absolutes Lieblingshobby, das ich über alles auf der Welt liebe und ich mache praktisch den ganzen Tag nichts anderes. Wir treffen uns halt immer mittwochs und wir gehen dann halt in verschiedene Räume und spielen da halt. Und das machen wir seit 40 Jahren. Ne? Und seit 10 Jahren in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind. Und unsere Schriftwärterin, unser Schriftwart, die schreibt halt die Raumbuchung an, wie immer. Ne? Hallo, wir würden gerne zu den Semesterferien dieselben Räume buchen wie immer, diese und diese. Es kommt erst keine Antwort. Und dann kommt, nee, geht nicht. Warum? Ja, das ist ja die vorlesungsfreie Zeit. Die müssen da ja freigehalten werden für Sonderveranstaltungen. So wie immer. So wie immer. Entschuldigung, was? Wir sind seit 10 Jahren in diesem Gebäude. Wovon redest du? Nach ein bisschen Poking hat sich herausgestellt, es gab Sonderveranstaltungen. Die haben die einfach nicht halt nachgeguckt. Also die haben Anträge für Sonderveranstaltungen bekommen und haben die Anträge aber nicht behandelt gehabt. Die haben einfach unsere E-Mail zuerst geöffnet, dann gesehen, es gibt noch Sonderveranstaltungen, die möglicherweise darauf fallen könnten. Deswegen geben wir denen einfach die Räume nicht. Ja, das ist ziemlich geil. Ja, ich bin halt auch hingegangen die letzten 2 Wochen, habe die ganzen Sonderveranstaltungen fotografiert. Die einzige tatsächlich, die da war, das ist halt eine absolute Seltenheit, das war halt irgendeine Gruppe, die ursprünglich uns gefragt hat, ob wir denen den Raum geben können. Und wir so, Leute, wir haben die Räume nicht. Das müsst ihr mit der Raumbuchung klären. Und die Raumbuchung, die uns am Ignorieren war, war hervorragend mit denen am Reden. Weil es war ja Wirtschaftsforum. To be fair, though, also die waren super lieb, die Jungs, also die Jungs, die Mädels, die Kinders.
Also die haben sich bei mir persönlich entschuldigt. Das ist so voll nicht. Seid doch nicht ihr schuld. Das waren Erstis oder Zweitis oder sowas. Oh. Und die nennen sich das Wirtschaftsforum. Ich weiß nicht, wie die. Es ist irgendwas mit Wirtschaft. Die haben so einen Workshop gemacht. Das waren Leute, die halt so ein bisschen in der FDP-Energie abgeben. Es waren Leute, die so ein bisschen FDP-Energie abgegeben haben, aber halt noch nicht so viel, dass sie unwiederbringlich verloren sind. Ah, also hast du sie natürlich gerettet vor ihrem Schicksal. Nein, ich war wütend. Nicht auf die, sondern auf die Raumbuchung. Ich habe sie alle verprügelt. Ich habe sie vor dem Hätte anderes zu tun. Ja, und dann hieß es halt, dass es ja nicht möglich gewesen sei, auf Raumbuchungsanfragen zu antworten, weil man ja so überarbeitet gewesen sei. Weswegen natürlich die auch nicht sofort auf deren Anfrage geantwortet haben, innerhalb von 24 Stunden. Obwohl wir 2 Wochen Vorlaufzeit gegeben haben. Und jetzt haben wir jetzt ab Mittwoch wieder die Räume. Aber das war so eine richtige... Das liegt halt daran, straight up, die Leute, die diese Verwaltungsarbeit leisten, sind viel zu wenige. Es ist viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Leute. Oh, ich dachte, wir werden jetzt daraus ein Bit machen, dass du gegen die Arbeiter dich stellst. Ja, ganz genau. Ich bin anti. Anti. Belass es bei Anti. Anti-Arbeit jetzt. Ich hasse Arbeit. Ich höre jetzt Punk-Musik. Ja. Punk. Punk-Musik. Punk. Ich bin ein Bunker. Nein, Bunker. Ja, nee, aber das ist eine lustige Sache auf jeden Fall. Dafür extrem lustig. Er hat mir gar keine schlaflosen Nächte oder Wutanfälle bereitet. Das ist schon ziemlich lustig, eigentlich. Lol. Nee, doch, nee. Das eigentlich schon. Das bereitet mir ein LOL mit einem E am Schluss, so lustig ist ein das. Lole, ein Lolin. Ein LOL. Loli. Hauptsache die Workshop, die Wirtshop-Boys. Ich bin wirklich der Meinung, dass es eine gewisse Gentrifizierung des Ökosystems Universität gibt. Es ist ja auch so, dass der in Göttingen die Unikinos, es gibt ja eine Zusammenfassung. Michael, du hast die Geschichte mit Sicherheit schon mal von jemandem gehört. Mhm. Die Unikinos werden ja aus ganz Deutschland in Göttingen koordiniert. Und vor ein paar Jahren wurde diese Gruppe in Göttingen, die halt Non-Profit-Studenten waren, die das halt einfach gemacht haben, weil sie Filme gut fanden, das hat sich halt verändert in ein Unternehmen, die Profit machen wollen. Mhm. Das Lustige ist, die Leute, die in Göttingen beim Unikino arbeiten, sind halt dann so BWL-Studierte, die damit Geld verdienen. Alle anderen Unikinos in Deutschland sind immer noch von Freiwilligen gefahren. Hm. Die werden jetzt aber behandelt, als wären sie Mitarbeiter. Und müssen halt wirklich den dümmsten Scheiß machen. Und beziehungsweise sie müssen es halt im Endeffekt nicht, weil sie ja immer noch Hochschulgruppen in den respektiven Hochschulen sind. Aber der ganze Verein, das ist halt einfacher, das halt die Lizenzen für ganz Deutschland zu kaufen. Aber das ganze Scheiße bricht halt jetzt auseinander, weil sich irgendwer gedacht hat, wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen aus dieser Kulturveranstaltung Geld verdienen. Das ist aber doch immer das Problem auf diesem Planeten. Selbe Scheiße mit der wir wollen jetzt irgendwie, wir müssen eine Mensa anmieten für eine Fantasy-Convention, die wir als Verein für was weiß ich wie viele fucking Jahrzehnte schon machen. Wir haben bisher noch keinen Kostenvoranschlag. Aber der Kostenvoranschlag aus dem Jahr 2020 war irgendwie 100% höher als der im Vorjahr. Warum? Ja, ein paar neue Leute sind jetzt beim Studentenwerk, die für die arbeiten. Und die, das sind halt BWLer. Das muss halt Profit generieren mit und so einer jetzt, Mensa. Und jetzt war dann noch Inflation und alles. Das wird teuer. Ja, es ist durchaus möglich, dass es schlicht und ergreifend nicht mehr möglich wird, für eine Hochschulgruppe an einer Hochschule eine Kulturveranstaltung zu veranstalten. Wir sind eine der größten Hochschulgruppen an der Scheiß-Uni. Und eine der ältesten. Also das möchte ich nur mal erwähnen. Das ist halt, ich kann garantieren, dass wir bei weitem nicht die Einzigen sind, denen es so geht. Deutschlandweit. Österreichlandweit. Ha? Reichsland. Schweizlandweit.
Niederlandweit. Ach nee, das geht sogar. Ja. Ich glaube, Niederländerlandweit. Vermutlich ein bisschen. Die Schweizländer waren im Ganzen wahrscheinlich ein bisschen voraus. Niederländer, Landländereien. Ja, wobei. Luxemburg. Ich jetzt bei mir nicht so viel von Kulturbums an der Uni mitbekommen, aber ich mache auch an der Uni nicht so viel. Also. Gehst du an deine Uni? Manchmal. Jetzt momentan nicht, weil ich bin noch daheim. Und wir haben letzte Woche auf der Reise zurück von der Universität wir hatten so Nazis halt diese, nein, bitte. Habt ihr die von zu Hause mitgenommen, oder? So Nazis hatten halt so Plakate übergeklebt, halt wirklich irgendwie 5 Stück auf dieselbe Bushaltestelle und auf so jedes so, ja bitte, beachten Sie, während Sie auf der Uni sind, darüber plakatiert. Ja, also wir sollten ja keine Waffen an die Ukraine liefern, denn das bedeutet, dass Russland Atomwaffen auf Deutschland schickt morgen. Mhm. Oh mein Gott, ich habe letztens auf Reddit gesehen. Wir machen das. Auf Reddit. Und diese Plakate haben wir entfernt. Praxis. Ja, gut. Ich habe auf Reddit gesehen, so bei einem Protest hat so ein deutscher Boomer gesagt, Annalena Baerbock ist die schlimmste Kriegstreiberin, die Deutschland je hatte. Oh mein Gott. Oh. Friedrich II. Und Adolf Hitler wer? Ich liebe Boomer. Ja. Ich nicht. Was? Warum? Ich weiß nicht. Ich habe da so eine Antipathie bei so Sachen. Mm. Also du bist voreingenommen, willst du mir sagen. Antifati. Kommen wir nochmal auf die Atombomben zurück. Wann ist es dann soweit? Können wir das... Was? Können wir das eventuell vorziehen? Wladimir, was ist deine Timeline, Brudi? Nee, ich möchte wissen, ob ich morgen noch zur Arbeit gehen muss oder ob das dann auch wieder okay ist und grundsätzlich, je früher, desto besser. Nur zwischen dir und mir lohnt das noch. Ja, genau. Und soll ich einfach... So, je früher, Chef, desto besser, weil ich bin eigentlich ganz froh, wenn es mit der Spezies hier vorbei ist. Soll ich meinem Chef sagen, dass ich seine Frau gebumst habe? Hat Putin eine E-Mail-Adresse? Eine öffentliche? Okay, Moment. E-Mail-Adresse. Wieso ist hier Kaff? Hat der ein Ashley-Madison-Konto? Wladimir. Hat Wladimir Putin und LinkedIn? Putin. Information phones of the Presidential Executive Office, Kremlin.ru. Das muss ich erstmal hier meinen Capstock ausstellen. Dafür muss ich das Profil meiner Tastatur umstellen. Und auf diesem Profil gibt es eigentlich gar keinen Capstock, aber das merkt die Tastatur manchmal nicht. Ist das dein? Wieso hast du ein extra Profil für deine Tastatur, wo es kein Caps Lock gibt? Weil ich im WoW-Profil habe ich meinen Caps Lock anders belegt, damit ich das als extra Taste haben kann. Oh ja. Das ist... Hat der Kreml eine? Ja. Also nee, es gibt eine Telefonnummer. Oh, es gibt ein Kontaktformular. kreml@tonline.de. We are open to your constructive comments, proposals and tips on the websites. Well, okay. Okay, ich schreibe denen jetzt eine Nachricht. Auf Deutsch natürlich. Putin kann Deutsch. Also wenn er das liest, was er natürlich persönlich tun wird. Alle Fans des großdeutschen Podcasts, bitte schreibt eine E-Mail ans Kreml. Alter. Muss ich morgen muss los. Muss ich morgen Arbeit oder passt das schon wegen Bomben? Wegen Atomwaffen erst. So regelst du das für mich? Hell yeah, brother. Um Antwort wird gebeten. Signiert Michi.
Hier ist hier meine Adresse. Bitte schicken Sie nicht einen Mann mit einem Regenschirm vorbei, in dem eine Giftschwitze mit Polonium drin ist. Oh, bitte, ich habe so Angst. Signier, Name, Großdeutscher. Oh, fuck, ich habe Nachname und Vorname verwechselt. Nachname, Großdeutscher, Vorname, Michael. E-Mail-Adresse, großdeutscher.pod@gmail.com. Michi G. Region, Town, Region, Town or Settlement, Großdeutschland. Hell yeah. Reicht also der Mittelpunkt von Deutschland. Message sent successfully, now we wait. Haben wir nicht mal eruiert, wo der genaue Mittelpunkt zwischen den dreien von uns ist? Ja, aber das habe ich vergessen. Und kann man das nicht mit irgendwie so einer, was weiß ich, einem Fourier-Transform oder irgendeiner anderen mathematischen Formel, in Anführungsstrichen, definitiv nicht Magie. Fourier-Transform musste ich letztens lernen und dann habe ich den Kurs abgewählt. War richtig so. Das gibt es gar nicht. Scheiße Mathematiker, Alter. Ja, ich habe den Kurs abgewählt, weil es viel zu viel Arbeit war für 4 Credits und es mir jetzt mittlerweile egal ist, was auf meinem Zeugnis ist, weil ich habe meinen Masterplatz. Ballern. Stimmt, ja, du hast deinen Masterplatz. Mhm. Pog. Sicko-Mode. Ich habe so Bock auf September. Voll geil. Philipp ist bescheiden. Es ist ein Masterplatz, wo sich 3 Millionen Leute drauf bewerben und es werden nur 3 angenommen. Und das ist... Genau. Und Philipp ist der 4., der angenommen wurde dieses Jahr. Doch sie wurden alle getäuscht, denn es wurde noch ein Fring angefertigt. Ja. Hätten wir dem Putin oder dem Vladi nicht einfach sagen können, dass wir in Sachsen wohnen? Sack, E-Mails aus Sachsen kriegen Priorität noch vor Moskau. Ja, und halt Bomben nach Sachsen kriegen auch Priorität. Die werden, das ist Express Next Day Shipping. Das ist bei Amazon. Dieses Video wird gesponsert von ExpressVPN. Ja. Connecte dich einfach zu einer Region deiner Wahl und wir droppen eine Atombombe dort. Wir schicken Vladi eine E-Mail und der regelt das für uns. So, das musst du aber mit Inkognito-Modus machen und ExpressVPN, weil sonst findet dich die Polizei. Ja. Der Tor-Browser hilft mir, Vladi-E-Mails zu schicken. Verbieten. Apropos Tor-Browser verbieten, es gibt neue Entwicklungen zur Chat-Kontrolle. Ah. Chatkontrolle, das unkontroverseste Gesetz, das in der EU jemals vorgeschlagen wurde, weil selbst Organisationen, die übelst autoritär sind, wenn es darum geht, gegen Pädophile vorzugehen, sagen, das geht zu weit. Oder was eine behinderte Idee. Ja, das ist richtig dumm, was ihr versucht zu tun. Ja, und Deutschland ist wohl dagegen, was überraschend ist. Also nicht mit der momentanen Regierung, was im Vergleich zu den vorherigen Jahren so überraschend ist. Ja. Das ist eine coole Sache, aber ich weiß nicht, ob das genug ist, dass Deutschland dagegen ist. Gerade mit Nancy Faeser am Steuer. Ja. Mehr wie Nancy Faeser. Hast du das mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen in Berlin, wo es jetzt so voll mega Stress gibt zwischen den Grünen und der SPD, wo die SPD jetzt mit der CDU koalieren will, obwohl es straight up halt einfach die vorherige Regierungskoalition hat immer noch die Mehrheit der Stimmen? Hufeisentheorie. Ich schwöre, Alter. Und das ist halt wieder Franziska Giffey, ne? Das ist auch so eine, die eigentlich in die CDU gehört. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Ich hasse es. Ich auch. Ich bin der Meinung, dass... Also ich bin ja ganz froh, wenn ich bald in den Niederlanden lebe, weil dann... Das ist ein Punkt für das großdeutsche Bingo. Philipp erwähnt, dass er gerne woanders leben wird.
Ich hatte letztens einen Mental Breakdown darüber, dass es hier oben so kalt ist, though. Gideon erwähnt, dass er gerne woanders leben möchte. Michael erwähnt, dass er nicht in Wien lebt. Der andere Punkt im großdeutschen Bingo ist, dass Gideon einen Mental Breakdown hat. Oh mein Gott, Gideon. Ja. Wir überlegen, so zu ziehen und können wieder in Wien landen. Dann kann ich nichts mehr sagen. Das wäre scheiße. Weißt du was, wir bleiben doch hier. Ist das Wetter in Wien besser so, als hier oben in scheiß Norddeutschland? Das Wetter in Wien ist nicht wirklich anders als das Wetter hier 20, 30, 40 Kilometer südlich. Deswegen sage ich ja auch Norddeutschland, nicht Wiener Neustadt, du Mongo, Alter. Das war verletzend, Gideon. Ja. Worte können wehtun. Du mongoloider Österreicher. Müssen wir vielleicht doch die Absender-E-Mail verändern an Bladi. Okay, at Brudi Mongo. Hell yeah. Okay, at Brudi.mongo, Alter. Oh, fuck. Ja. Ist das eine Top-Level-Domain, die okay ist? Mongo? Bestimmt nicht. Bestimmt. Kann man okay Brudi.mongo registrieren? Lass mich checken, ob es bereits eine Seite ist. Okay, Brudi.mongo. Oh mein Gott, aber du könntest garantiert okay Brudi.mon.go. Okay, also ich habe das eingegeben, das hat mich nach Google gebracht, um mich auf den okay Brudi Mongo Subreddit zu schicken, den ich jetzt öffnen werde. Aber .go ist doch sicher eine Top-Level-Domain, oder? Mon plus Go. Alles ist eine Top-Level-Domain mittlerweile. Nein, ist immer noch limitiert. Alles ist eine Top-Level-Domain. Nein. Michael, alles ist eine Top-Level-Domain. Deine Mama ist eine Top-Level-Domain. Auch, oh. Ja. Okay, Brudimon.go geht nirgendwo hin. Das ist auf Google einfach nur, der sagt, meinen Sie vielleicht den Subreddit Okay Brudimongo? Den Subreddit. Man könnte halt Okay Brudimon GG machen. Man könnte okaybrudimon.golf machen. Oh mein Gott, ich habe letztens herausgefunden, oh, haltet euch fest hierfür, wie man auf Französisch Jesus ausspricht. Oh mein Gott. Seid ihr bereit? Nein. Aber ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr heute. Ja. Sie sagen Jésus. Aber es ist, also auf Mallorquinisch ist es Jesus, also. Oh mein Gott, er sagt dasselbe, nur mit Sass. Ja, ohne Scheiß. Ich kannte als Kind mehrere Kinder, die Jesus hießen. Das muss sicher eine Belastung gewesen sein in der Zeit, als Among Us so groß war. Da habe ich nicht mehr in Spanien gelebt, also. Ja, Among Us kann man ja berühmterweise nur spielen, wenn man in demselben geografischen Bereich wie die Leute ist. Ja. Jesus, Alter. es ist wie Kanye West, aber er ist sus. Was? City Skylines 2 sieht echt geil aus, though, muss ich schon irgendwie sagen. Hell yeah. Ja, ich habe das erste natürlich schon zu Tode gemoddet, aber Alter! Alter Verwalter. Na, dieses Jahr könnte ganz gut für Games werden. So, Elden Ring, der DLC wird bestimmt ganz cool. Ich muss immer noch Elden Ring spielen. Ich spiele ja kein Pokémon. Mhm. Aber mir hat jemand gesagt, dass eventuell der neue Pokémon-DLC Mallorca sein wird. Yes. Was ich schon irgendwie lustig finde. Oder, ja, es gibt Pokémon, oder die balearischen Inseln allgemein. Ja. Ja, ich wusste auch nicht, dass Pokémon-DLCs ein Ding sind. Hinterfrage es einfach nicht. Deine geistige Gesundheit wird dir danken.
Ja, das Problem ist, ich kann Pokémon ja eh nicht spielen, weil ich keine Nintendo Switch habe. Ich kann Pokémon auch nicht spielen, weil ich keine 10 Jahre alt bin. Ich muss jetzt an den Patrick Rotfuß Clipdeck wird von Twitch-Chat gefragt, ob er eine Switch hat. Und er antwortet so, naja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich eine Switch besitze, aber ich bin in einer Beziehung mit einem Switch. Und ich kann jetzt, also, du fragst mich, was meine Lieblingsspiele sind. Ich weiß nicht, ob ich das hier so öffentlich an einem Stream preisgeben kann. Man würde ja fragen wollen, ob die Person das auch möchte. Und dann so, oh, die Konsole! Bester Mann, das hat die Tatsache, dass ich. Lustiges Bit. Ich kannte diesen Clip, und ich wusste nicht, dass es Patrick Rothfuss ist. Ja. Und jetzt, wo ich das weiß, werde ich sein Buch lesen. Das ist ein gutes Buch. Ja, das letzte ist aber noch nicht draußen. Ja. Das ist ein Buch, das ist sehr gut. Das ist ein bisschen so eine Ice and Fire-Situation mit dem Buch. Ja, hast du auch den Critical Role Clip gesehen? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was aus Counter-Strike 2 wird. Ich weiß auch nicht, wie. Gut, das wird wahrscheinlich ein interner Titel sein oder was? Also, keine Ahnung. Oh, City Skyline 2, Counter-Strike 2, CS2. Tada! Coincidence. Das könnte vielleicht miteinander zusammenhängen, und weil ich meine, das ist relativ unwahrscheinlich, dass Valve irgendwie mal neue Spiele macht. Weil Shami sich einfach nur vertan und es ging um City Skylines, und jetzt ist die komplette Community am Arsch da. Was im Wasser ist es City Skylines 2, aber das wäre tatsächlich echt eine ganz geile Idee, dass halt die City Skylines 2 mehr passt und dann ist da Krieg. City Skylines 2 und auf der Straße rennen, so viel da rum, die du erschießen kannst. Der Map-Editor für Counter-Strike 2 ist einfach City Skylines 2. Das könnte gut funktionieren. Das könnte erstaunlich gut funktionieren. Ein Map-Editor in Counter-Strike wäre sick eigentlich. Gibt's das nicht? Es gibt einen Workshop natürlich, also du kannst da halt das machen, aber halt das direkt im Game zu haben wäre sick. Du sagst mir, dass die Leute haben all diese Levels, die es gab für Counter-Strike und die ganzen Custom-Maps einfach in der Engine gemacht? Yep. Damn, das ist schon so. Das war früher also normal. Gibt's das nicht. Ja. Früher hat man das noch so immer gemacht, damals. Früher. Ja, damals, als Hitler noch Counter-Strike gespielt. Damals, als die Al-Qaida noch in Afghanistan war. Damals, als Hitler noch CEO von Steam war. Finde ich gut, dass sie Gaben mittlerweile da. Ich fand das Whitewashing wie bei Wernher von Braun irgendwie nicht so geil. Ist aber ziemlich fett geworden, der Kollege. Also ich muss sagen, persönlich finde ich es ein bisschen fucked up, dass sie einen Deutschen mit so einem Ami ersetzt haben. Das ist problematisch. Ja, vor allem, dann ist der noch fett und trägt eine Brille, das ist doch überhaupt nicht arisch. Okay, keine Faschos versprochen. Wir sind nur Faschos, wenn das Bett lustig ist. Wir versuchen uns halt wirklich darum zu drücken, über irgendwelche Themen zu reden, weil wir haben halt so lange nicht mehr miteinander interagiert. Ich habe in diesem Themenkanal, glaube ich, den ganzen Monat, den wir nicht aufgenommen haben, nicht geschaut. Wollen wir Happy News verbreiten und ein bisschen positive Zeit miteinander? Es gibt keine Happy News. Nein, nein. Also es gab einen Prozess darum, wer Kosten zu tragen hat für die Explosion in Beirut. Ey! Und es wurde tatsächlich eine schuldige Firma gefunden. Das ist ein britisches Chemieunternehmen namens, jetzt habe ich den Link geschlossen. British Petroleum. Savaro Limited. Oh, das Problem dabei ist, ne, also natürlich klar, jetzt könnte man hingehen, oh, das wird aber teuer für die Firma, oh, das wird aber Insolvenz und jeder bleibt auf seinen Kosten sitzen, aber wir sparen uns einen Schritt, dadurch, dass es sich dabei um eine Briefkastenfirma handelt, wo sowieso keiner weiß, wem die gehört. Also, ja.
Es ist halt also einfach im Endeffekt, dass die irgendwen schuldig sprechen können, ohne irgendwen, der tatsächlich dabei involviert war, schuldig werden. Genau, also wir können jemanden schuldig sprechen, alles cool, die Leute, die davon betroffen sind, bekommen nichts und der Wirtschaft wird nicht geschadet, so wie es Jesus möchte. Das steht so in dem... Oder Jesus. Jesus. Ja. Das, so wie es das, Jesus geplant hat. Ja. Kennt ihr das Louis C.K. Bit über Jesus, der von den Toten wieder aufersteht und dann sieht, was die Republikaner mit der Erde angestellt haben? So, nein. Wieso habt ihr das Öl nicht einfach im Boden gelassen? Was soll das? Meine Rückfrage wäre, wieso hast du es dahin getan? Und dann so, was soll das mit den ganzen Factory Farms? What the fuck? Ich habe überall am Boden habe ich Sachen hinterlassen, die ihr essen könnt. Und der Amerikaner dann so, ja, aber ich mag, wenn das so Bacon ein bisschen drauf hat. Ja, jetzt erinnere ich mich an dieses Bild. Ja, das mit dem Bacon ist sehr markant. Das ist ein gutes Bild. Nein. Okay, Philipp, du und ich reden jetzt über Themen. Gideon schaut sich das Bild an. Ja, ich will nicht mehr über vor allem anderen. Ja. Das ist doof. Jetzt schon. Es gibt in Österreich eine junge Klimaprotest-Dame, eine Klimakleberin sozusagen, die sich ein bisschen profiliert hat, die ein bisschen an die Spitze der Bewegung gemimt wurde. Ganz ehrlich, einfach weil sie eine hübsche junge Frau ist. Finde ich nicht. Und man nennt sie Klima Shakira. Finde ich nicht. Okay. Finde ich nicht, dass man die so nennt. Ja. Ich finde, man nennt sie Klaas. Ja, cool. Ich meine, ja, nachvollziehbar, aber... Ich finde es cringe. Einfach cringe. Ja. Also, was hat sie mit Shakira am Hut? Nichts. Also, sie ist blond und es ist halt, sich mit Klima. Es ist das, okay, ja, cool. Richtiger... Ja, willkommen bei den Boulevardmedien. Boomer, Alter. Boulevardmedien. Verdammte Boomer. Boomer war Medien. Es gibt jetzt, in Kiel wird jetzt darüber diskutiert, dass die Klimakleber, die wir hier hatten, selber für die Einsatzkosten aufkommen müssen. Straight up etwas, das halt einfach, das muss man einfach nicht machen. Ich habe letztens einen Tweet gesehen. Für die soll man jetzt die Ausnahme machen. Über die Landtagswahl in Berlin habe ich einen Tweet gesehen, wo jemand so eine Karte gepostet hat von der Stimmenverteilung und so gemeint hat, so, man kann auf dieser Karte sehen, wo die Leute wohnen, die mit dem SUV in der Stadt, in die Stadt reinfahren und dann sich über Klimakleber ärgern. So schwarz umringt von, grün umringt von schwarz. Shoutout an die Klimakleber, Freunde der Sendung. Shoutout an Klima Shakira. Du bist cool, auch wenn ich die Inszenierung cringe finde. Mhm. Für echt. Ihr Name ist Anja. Anja. Wieso nennt man sie Shakira? Klima Anja, es klingt sogar besser. Ich hasse Klima die Anja. Boulevardpresse, ohne Scheiß. Oh ja. Oh, ich hab mir schon über dieses Phänomen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal am Podcast erwähnt habe, aber bei euch schon ein paar Mal aufgeregt. In Österreich gibt es sehr viele Zeitungen, Tageszeitungen, die kostenlos sind. Die an Bahnhöfen ausverteilt werden und kostenlos sind und sich über Werbung finanzieren, beziehungsweise von Milliardären besessen werden, die sie für das Social Engineering Potenzial einfach als Loss Leader akzeptieren. Ein bisschen wie die Bild-Zeitung. Ja. Und die sind an jeder Bushaltestelle, also so ziemlich jeder Bushaltestelle in einem Gebiet, das einigermaßen vernünftig bevölkert ist, also dicht bevölkert ist, sind die einfach zu entnehmen. Und es gibt Boomer,
Tausende von ihnen, die jeden Tag in der Früh an die Bushaltestellen, also einen Umweg fahren, um an Bushaltestellen stehen zu bleiben und sich diese blöden Zeitungen mitzunehmen. Aber ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet. Haben wir? Kann sein. Ich rede mich gerne nochmal drüber auf. Wow. Ja. Oh mein Gott. Du zahlst da extra für Benzin. Und ja, das ist auch das Coolste. Dann steigen die aus, um zu diesen Ständern zu gehen und sich das rauszunehmen und lassen den scheiß Motor laufen. Und das Ganze machen sie, um sich selbst Volks zu verhetzen. Epic. Ja, das ist schon cool. Irgendwie interessante soziale Sichtweise. Ja. Schade eigentlich. Aber was will man machen? Und ich warte da an der Bushaltestelle in der Früh, um zu meinem Job zu kommen. Um an meine Zeitung zu kommen. Ja, und dann fahre ich mit dem Zug in die Arbeit und so jeder fünfte Sitzplatz hat eine solche Zeitung dort liegen, weil sie jemand liegen gelassen hat und mein Hass steigt noch mehr. Geil. Letztens bei einer Bildzeitung vorbeigelaufen und stand drauf, wie heißt der? Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten. Noch dieses Jahr. Das war, als ich irgendwas von der Bild mitbekommen habe, wenn mir das jemand gesagt hat, war die Schlagzeile 3 Todesfälle bei Heidi Klum. What the fuck? Spoiler, es sind Hunde gestorben. Oh. Ja. Es ist keine Hillary Clinton-Situation. Nein. Das wär, also wir das haben schon irgendwie lustig. 250 Freunde, die einfach Suizid begangen haben. Ups. Als ich das gerade gehört habe, habe ich mir gedacht, holy shit, die diesjährige Staffel KMTM wird wild. Du kriegst kein Foto von ihr, sondern einfach eine Kugel. Es gibt bestimmt da irgendeinen richtig, richtig geilen Witz, den man mit Hunger Games machen kann. Aber aber tatsächlich, dieses Jahr vergibt sie keine Bilder mehr. Warum? Ich weiß es nicht. Die versendet jetzt E-Mails. Also gibt jemand anders die Bilder aus? Oder nein, was? Die Models, die weiterkommen, kriegen keine Bilder. Ich weiß generell nicht genau, was diese, also wovon waren diese Fotos? Von Hunden? Was? Nein. Also normalerweise haben sie müssen die sich alle ausziehen und keine Ahnung, bekommen so Porno-Fotos müssen die machen. Und dann jedes Mal, wenn die bekommen die eines zurück. Also normalerweise besteht jede Woche, jede Folge von GNTM aus einem Fotoshoot, der irgendwie speziell ist. Yeah. Zum Beispiel, keine Ahnung, mit einer Schlange oder mit nackt oder mit 60 Meter in der Luft auf einem Kran. Und alle Bilder, die bis dahin, bis zu ihrem Rauswurf nicht zurückbekommen haben, werden im Internet veröffentlicht. Also du siehst die Bilder tatsächlich, auch die nicht bekommen werden. Ja, natürlich. Und dann gibt's eine Laufsteg-Challenge am Ende der Woche. Und die Mädels, die zur nächsten Woche weiterkommen, bekommen ihr Foto von diesem Shoot, der davor passiert ist. Und die nicht weiterbekommen, bekommen gar nichts. Okay, aber warum machen die das dieses Jahr nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Dieses Jahr ist allgemein weird. Michael, du bist der Resident GNTM-Experte. Das ist traurigerweise richtig. Du kannst nicht einfach immer unvorbereitet in den Podcast kommen. Einfach auftauchen, ohne deine Hausaufgaben gemacht zu haben. Also erstes Mal, wenn wir über GNTM reden und hier Länder rappen, würde ich mich gerne im Namen von Österreich entschuldigen für Elsa. Wir schicken nicht unsere Besten und es tut uns leid. Elsa was? Elsa ist das schlimmste Mädel dieser Staffel. Apropos, wir schicken nicht unsere Besten, aber es müsste eigentlich heißen, wir schicken jetzt wieder irgendwie bessere Leute. Das ist schwer zu ändern. Besser. Aber unser Eurovision-Beitrag ist gar nicht mal so scheiße dieses Jahr. Ah. Entschuldigung? Das ist so eine Glam-Metal-Band, also nicht Pop.
Ich hasse ohne Scheiß. Ich bin immer noch nicht darüber hinweg, dass letztes Jahr England Eurovision gewonnen hat. Mm. Weil die haben genau dasselbe gemacht wie jedes Jahr. Wirklich ganz genau dasselbe, womit sie jedes Jahr auf dem letzten Platz landen. Und sie haben einfach gewonnen. Also mal abgesehen von der Ukraine, die natürlich eigentlich gewonnen hat, aber es findet in England statt wegen... Naja. England wurde Zweite. Ja. Wegen der Situation halt. Ich finde, wir hätten es eigentlich in der Ukraine stattfinden lassen müssen. Das wäre schon, ich finde das echt, das wäre ein richtiger Baller-Move gewesen. Mm. Aber es pisst mich richtig an. Putin hängt halt an seinem Fernseher und hat halt so den Finger über dem Knopf. Und wenn dann so, immer wenn es halt, wenn Russia nicht 12 Punkte bekommt, geht er halt irgendwie näher dran. Hangman mit dem roten Knopf. So, das wär ein explosives Ende für ein Jahr Eurovision. Dürfen die Russen dieses Jahr kommen? Ich glaube nicht. Es wäre lustig, wenn jetzt alles wieder, es ist jetzt wieder alles beim Alten, wir tun einfach so, als wäre nichts los. Das wollen ja insbesondere in Österreich viele Leute. Oh ja. Ja, ich bringe es wieder in den Themenkanal zurück. Ja, eine dieser besagten Tageszeitungen, die an den Bushaltestellen liegt, hat dies hier veröffentlicht. Soll die Ukraine Friedensgespräche führen oder kämpfen? Die ganz österreichische Bevölkerung sagt, Ukraine soll Friedensgespräche beginnen. Mit 65%. 21% der Leute sagen, Ukraine soll weiterkämpfen. Und schwach. 14% haben keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage ist auch ultra behindert. Ja, ein bisschen. Weil halt, also natürlich kann man, sollte man zu jeder Zeit irgendwie Friedensgespräche führen, aber halt die Bedingungen sollten halt von der Ukraine nicht weniger sein als wir kriegen alles wieder. Ja. Also halt, aber du kannst halt so Friedensgespräche führen, das ist doch kein Thema. Ich finde, da sollte man generell immer offen gegenüber sein. Also das ist halt, außer jetzt vielleicht, keine Ahnung, wenn man. Ja, ich bin der Meinung, Friedensgespräche. So ein Versailler Vertrag ist auch ein Friedensgespräch, was da geführt wurde. So weißt du, wie ich das meine. So auch wenn wir dann Königsberg bekommen. So ein Friedensgespräch in meinem Sinne zwischen Ukraine und Russland im Moment wäre so, Selenskyj fragt Putin, gibst du auf? Nein? Mm. Okay. Ja, hat ihn so einen Padlock so. Spitzkasten. Aber halt. Also das Ironische an der Situation ist, dass es faktisch hat Putin ihn ja im Schwitzkasten, ist aber dennoch der im Schwitzkasten gehalten wird. Ja. Aber das ist spannend, also das ist halt, das sollte überhaupt keine Oder-Frage sein. Ja. Das ist doch Schwachsinn. Das macht man halt beides gleichzeitig. Wie viel willst du auch wetten, dass der Typ, der die Umfrage gemacht hat, willst du, dass die Ukraine gut ist und Friedensgespräche führt oder auf jeden Fall immer nur weiterkämpft und nie wieder Frieden passiert? Ja. Das ist halt Todes die Dog Whistle, aber halt trotzdem, das ist halt eine richtig verspastete Frage. Übel. Das wäre die großdeutsche Antwort auf die Frage. Ich lehne die Frage ab. Ja. Punkt Mongo. Ich nehme diese Frage nicht an. Punkt Mongo. Ja. Und, ich finde, es sollte sich etablieren, etwas Verspaßte zu nennen. Ja. Ich will nur betonen. Das ist eine ziemlich verspastete Frage. Das ist schon ziemlich irgendwie. Ich will nur betonen, die Rechtswähler in Österreich sagen zu 86%, dass Ukraine nicht weiterkämpfen soll. Ich finde es zu 86%, man sollte Rechtswähler piep und dann und dann den ganzen Arm in und dann tun wir die da rein und dann machen wir Betzen. Und das alles ohne Gleitgel. Bis der Schaum oben wieder rauskommt. Ja, aber selbst unter den SPÖ-Wählerinnen
sind es 63%, die sagen, also die sich gegen Weiterkämpfen. Sollte man das vielleicht framen. Das ist so ein Fakt, so eine scheiß Opferhaltung. Wenn du, ja, aber das ist Russland, gewinnt doch eh, was bringt das denn dann weiter zu kämpfen? Ich fick deinen Vater, Junge. Ich fick